Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, nämlich von Pokepark Wii, Pikachus großes Abenteuer. Eigentlich wollte ich Wii Sports Let's Play, aber irgendwie hat mich dieses Spiel mehr angetan. Es macht einfach Riesenspaß und ist für Pokémon-Fans gut geeignet. Oh, und der Mario Kart. Ach so, stimmt ja. Vorgericht. Der Mario Kart Wii Part war richtig geil, mit Yannick zu zocken. Danke. Danke vielmals. Du warst richtig gut. Ja, und hier ist es auch. Pokepark Wii. Pikachus großes Abenteuer. Oh, goddammit. Und hier haben wir auch noch einen neuen Spielstand. Da muss ich meinen ja nicht löschen. So. Welchen nehmen wir denn? Das hier. Das Profilbild sieht geil. Sieht richtig cool aus. Ja. Und das Spiel macht auch sehr, sehr viel Spaß. Und da ist auch unser Pikachu und Glumanda, Endivie und Blindfahr. Yay! Oh, wie die da rumspielen. Und da ist ja Mew. Oh, cool. Oh, da freuen sie sich. Oh, aber was ist das? Was ist das? Aber jemand muss es ja versauen. Ja, Blindfahr ist es. Danke, Blindfahr, dass du Pikachu runtergeschubst hast. Ja, es tut dir leid. Wir verzeihen dir. Aber alle daher! Juhu! Freier Fall. Wir müssen Pikachu hinterher. Ba, 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 ba. Ma. Und dann damit beginnt auch. Ja, und hier nochmal Pikachu fällt runter und. Oh. Aber wer ist das denn? Das ist ja unser Mew. Pikachu. Pikachu heißt also. Das ist so ein reizender Name. Ich bin Mew und ich habe eine große Bitte an dich. Ich möchte, dass du mir hilfst. Dass du mit dem Prisma, dem wir Eintracht und Frieden hier verdanken, ist zerbrochen und die Splitter liegen über den ganzen Pokepark verstreut. Ohne die Kraft des. Des Himmels Prismas droht der Himmelskarten auf dem Pokepark herabzustürzen. Ich bitte dich inständig, uns zu helfen. Ich möchte dich bitten, diese Prismensplitter einzusammeln. 14 Prismensplitter gibt es insgesamt und sie befinden sich im Besitz besonderer Pokémon hier im Pokepark. Mich findest du im Himmelskarten. Enttäusche mich bitte nicht. Natürlich nicht, Mew. Ja, wo sind wir denn? Was bist du denn? Ach, du bist ja dieser. Ach so. Ja. Witzig von dir, stimmt's? Wer bin ich? Wer ich bin? Willst du wissen? Ich bin Plauderei, der Fremdenführer des Pokeparks. Wenn sonst, wende dich ruhig an mich, wenn du irgendwelche Fragen hast. Wie? Du suchst also deine Freunde Glumanda, Blindfahr und Endivie? Nun, die habe ich hier leider nicht gesehen. Tja, anscheinend bin ich auch nicht allwissend. Aber du wirst ihnen im Pokepark gewiss über den Weg laufen. Ich begleite dich dorthin, folge mir einfach. Dann machen wir das mal. Folge Plaudergeil, halte die Wii-Verbindung waagerecht und bewege dich mit dem, ja. Also mit dem Steuerkreuz können wir uns fortbewegen, mit 1 können wir rennen. Und mit 2 können wir springen. Ja, der liebe Pikachu, der macht das schon. Nö. Und ja, Plaudergeil hat wieder eine besondere Aufgabe für uns. Oh, da bist du ja. Ich wollte deine Fähigkeit noch ein wenig prüfen, bevor du in den Pokepark gehst. Du kannst sprinten oder ramme diese Holzkiste dort aus dem Sprint. Bei deiner Sprintfähigkeit sollte es dir gelingen, sie in zwei zu brechen. Betätige 1, um loszusprinten. Du kannst Holzkisten zerbrechen, wenn du sie aus dem Sprint heraus rammst. Ja, das stimmt sogar. Wir können mit 1 rennen und dadurch Holzkisten kaputt machen. Mitunter findest du Beeren und Items. Wenn du eine Holzkiste zerbrichst, berühre eine Beere und sie gehört dir. Also dieses Spiel ist eigentlich ein cooles Spiel, wo man sagt, ja. In dem Spiel kann man nicht ausflippen. Es ist Pokepark. Es ist ein ruhiges Spiel. Ja, und es macht auch Riesenspaß. Also nach einer Weile.
Sehr gut. Dir ist es also gelungen, die Holzkiste in zwei zu brechen. Lass mich als nächstes deine Sprungfähigkeit überprüfen. Im Park gibt es nämlich viele Orte, die unerreichbar bleiben, wenn du nicht springst. Siehst du diesen umgestürzten Baum? Ich warte auf der anderen Seite. Überspringe ihn und komme zu mir. Drücke zwei kurz, um niedrig zu springen, beziehungsweise halte zwei lange länger gedrückt, um einen hohen Sprung auszuführen. Ja, das weiß ich doch schon. Mein Gott. So, und jetzt kommt wieder eine Aufgabe von Plaudergeil. Gut, Sprit und Sprung scheinst du nun ausreichend zu beherrschen. Damit kann ich dich jetzt ruhigen Gewissens in den Pokepark führen. Amüsieren kannst du dich im Pokepark. Amüsieren kannst du dich im Park auf ganz unterschiedliche Weise aden. Du kannst beispielsweise einen Wettstreit gegen ein anderes Pokémon austragen. Fang erfreut sich dabei. Unter allen Wettstreiten der größten Beliebtheit, so dann werde ich dir mal erklären, wie man Fang spielt. Beim Fangen geht es darum, den Gegner innerhalb einer begrenzten Zeit anzurempeln und ihn schwer zu verletzen. Nein. Du gewinnst, wenn es dir gelingt, ihn aus dem Sprint heraus anzurempeln. Bereit, los geht's. Versuch mich aus dem Sprint anzurempeln. Feigling. Alter, komm her. Badam. So, wir kriegen dich. Und bam. Geschafft. Bam, bam, badadam, bam, badadam. Und Pikachu freut sich. Macht es anscheinend Spaß, dann rumzustoßen. Mir ist es jetzt noch ganz schwindelig, aber lieber zu stark als zu schwach, richtig? Das Fang sollte dir nun keine Probleme mehr bereiten. Gut, als nächstes erkläre ich dir etwas zu den Bären. Entschuldigt. Beste Weitstreit, die Oberhand so hat dies für dich zwei positive Auswirkungen. Du kannst so Freundschaften schließen. Ja, dein Gegner nach deinem. Da dein Gegner nach deinem Sieg im Wettstreit automatisch dein Freund wird, doch die Vorzüge der Freundschaft lassen sich nur schwer in Worte fassen. Bitte, ob wir, aber sicher doch. Natürlich sind wir beide jetzt auch Friends. Ne? Hier ist mein Friendcode. Alles verstanden, dann fahre ich fort. Eine weitere positive Auswirkung eines Sieges. Auswirkung eines Sieges im Wettstreit sind die Bären. Ich habe dir eben welche gegeben, nicht wahr? Du hältst sie aber nur, wenn du im Wettstreit siegst. Wozu sie nütze sind, erfährst du dann im Pokepark. Es wäre es vorerst von meiner Seite. Ich erwarte dich im Pokepark. Pokepark, Pokepark, Pokepark. Ich kann dieses Wort nicht mehr hören. Ach, was bist du denn? Guten Tag, bist du auch auf dem Weg in den Pokepark? Es ist ein hinreißender Ort, wo man sich mit vielen Pokémon anfreunden und an zahlreichen Spielen teilnehmen kann. Er befindet sich jenseits dieses Waldes. Ich mache mich schon einmal auf dem Weg dorthin. Wir sehen uns dann dort. Oh, ein Haspirohr. Oh, wie niedlich. Und diese Quietschgeräusche. Oh. Wenn das jetzt so für euch zu öde ist, dann spult ruhig vor, aber... Ach, Pokepark ist ja auch so ein Spiel, wo man sagt, oh, sind die niedlich, oh. Aber es soll ja auch Spaß machen. Betätige zwei in der Nähe eines anderen Pokémons, um dieses anzusprechen. Hat dir ein Pokémon etwas mitzuteilen? Es scheint über seinem Kopf eine Sprechblase. Sprich ein solches Pokémon doch einfach mal an. Na, was wollte ich gerade machen? Ansprechen. Ach, da bist du ja wieder. Ich habe schon auf dich gewartet. Relax und versperrt leider den Weg zum Pokepark. So ein Fettklops. Aber du bist doch sicher, um imstande eine Elektroattacke einzusetzen. Dich, wir sind Pikachu und können alles. Ich war wecke Relax und bitte mit dieser Attacke auf. In dein Pokémon. Wende dein Donnerblitz an. Du kannst deinen Donnerblitz einsetzen, indem du A betätigst. Die Attacke verfehlt jedoch ihre Wirkung, wenn sie nicht genau auf den Gegner gerichtet wird. Du kannst das Sichtfeld auf Gegner in deiner Nähe ausrichten, indem du B drückst. Sollte kein Gegner in Reichweite sein, richtet sich das Sichtfeld bei Betätigung von B nach Pikachus Blickrichtung aus. Oh, danke. Aber das wusste ich schon. Und BÄM! Relaxo, Zeit zum Aufstehen. Relaxo. Bam, bam. Leg dich woanders hin schlafen. Danke. Aspiro, Pikachu, ja, wir haben's geschafft. Dankeschön, jetzt kannst du dich in den Pokepark begeben. Wir treffen uns dann dort. Okay, jetzt können wir endlich in den Pokepark. Yay.
Yay, wir können in den Pokepark. Oh mein Gott, was willst du schon wieder? Plaudergeil. Willst du hier endlich? Ich möchte dir nämlich noch etwas geben. Hier, bitteschön. Pokepark-Album erhalten. Diesmal Pokepark-Album werden die Namen all jener Pokémon verzeichnen, mit denen du befreundet bist. Schließlich bereitet dem Pokepark nichts größere Freude, als mit vielen verschiedenen Pokémon Freundschaft zu schließen. Prüfe die Einträge im Album, wenn du glaubst, neue Freunde gefunden zu haben. Es ist wahrlich kein Kinderspiel. Das Album ist... Das Album zu vervollständigen. Öffne das Pokepark-Album durch Drücken von Plus und gewinne Einsicht in Pikachus Statuswert sowie Informationen zu mit dir befreundeten Pokémon. Solltest du das Spiel beenden wollen, kannst du ferner den bisherigen Spielstand speichern, indem du im Pokepark-Album die Option Spiel speichern auswählst. Plaudergeist, jetzt dein Freund! Yay! Mann, jetzt lass mich doch durch. Wir wollen endlich den Pokepark. Hast du mir überhaupt zugehört? Öffne mal das Pokepark-Album, du Bastard! Ist ja gut. Mein Gott, bau doch nicht rum. Zum ersten Mal bist du ihm am Eingang zum Pokepark begegnet. Er ist der Fremdenführer des Parks. Sprich ihn an und erzählt dir viele interessante Dinge, die uns nicht interessieren. Okay, hier. Und steht mein Name darin? Erscheint neben dem Namen des Pokémon, mit dem du sprichst, das Pokepark-Album, so bedeutet dies, dass ihr befreundet seid. Sollt du und das andere Pokémon gute Freunde sein, so erscheint neben dem Namen ein regenbogenfarbenes Album. So, ich werde mich jetzt auch in den Pokepark begeben und nie wiederkommen. Sprich mich einfach an, wenn du Fragen hast. Nein, er wird doch wiederkommen, aber ich glaube mal, dem werden wir nicht mehr begegnen. Außer jetzt nochmal. Nähere dich einem Schild und betätige zwar, um es zu lesen, was darauf geschrieben ist, steht. Die Botschaften auf dem Schildern können dir bei deinem Abenteuer womöglich von großem Nutzen sein. Ist klar, ich habe noch nie mal ein Schild hier gelesen. Außer das hier. Ja, natürlich wollen wir den Pokepark betätigen. Also im Ernst, ich habe in dem Spiel wirklich... Oh, was macht der denn da? Wie das aussieht. Guck das an. Ey. Ja, das ist der Pokepark. Ja, da sind Dialga und Palkia in Stein gemeißelt. Finde ich auch sehr cool. Und die Texturen, ja. Und da ist der besoffene Glibunkel. Also der so hin und her schwenkt. Oh, was war das denn? Oh, das sind die hier. Geil. Pikachu, es geht ja so gut. Lumanda, Plinfa und ich sind ja alle... Ich kann nicht lesen. Lumanda, Plinfa und ich sind ja alle den seltsamen Tunnel hinabgefolgt. Aber dann sind wir plötzlich in die Tiefe gestürzt und wurden voneinander getrennt. Dieser Ort nennt sich Pokepark. Im Moment befinden wir uns offenbar in einem Abschnitt des Parks, der Grünzone genannt wird. Sieh dir nur dieses satte Grün an. Hier kann man es echt aushalten. Scheint ja richtig dicke Freunde zu sein. Willkommen im Pokepark. Ich war schon ein paar Mal zur Entspannung hier. Hehehe. Du solltest die Gelegenheit nutzen und dich an einem der vielen Spiele hier versuchen. Frage doch das Pokémon in der Nähe des Schildes, ob du es mal ausprobieren darfst. Du bist in die wir begegnet. Yay. So, dann rennen wir mal zu dem Pokémon, nämlich Bisasam. Oh, Feuer, du kannst sogar hier einen Donnerblitz. Ja, kann er aushalten. So, was willst du? Ach, du willst am Schüttelsprint teilnehmen? Pech für dich. Dem Pokémon in der Grünzone ist es nicht erlaubt, an einem der Spiele teilzunehmen oder eine andere Zone zu betreten. Aber was Bisaflor nicht weiß, macht Bisaflor nicht heiß. Wenn du es niemand verrätst, lasse ich dich an meinem Spiel teilnehmen. Wofür sind diese Spiele überhaupt gut, wenn man nicht an ihnen teilnehmen darf? Ich verstehe dieses Verbot nicht. Komm, Pikachu, lass es uns einfach mal versuchen. Mein Spiel ist ein Wettlauf gegen mehrere gegnerische Pokémon. Wenn du innerhalb der Mindestleistung ins Ziel läufst, hast du das Spiel gemeistert. Und es gibt keine, die cheaten. Also keine Angst. Normalerweise kostet Teilnahme am Schüttelsprint 5 Bären, aber von dir verlange ich fürs Erste keine Gebühr. Du bist immerhin der erste Teilnehmer seit langem. Willst du Schüttelsprint teilnehmen?
Klingt irgendwie komisch. Willst du das Schüttelsprint teilnehmen? Sehr schön. So gefällt's mir. Presche so schnell du kannst durch den Waldparcours und erreiche das Ziel. Ja. Hier gibt's auch noch andere Pokémon, mit denen man spielen kann, aber wir können zurzeit nur mit Pikachu zocken. Es ist doch... Oh, was macht denn der? Oh! Was? Die Mindestleistung 10 Sekunden ist klar. Oh, hier musst du übelst schütteln. Nein! Nein! Wie unfair. Wie unfair, ey. Wie unfair. Hoffentlich schaffen wir es noch. Alter, bin ich ein Noob? Was ist das denn hier, bitteschön? Immer fällt die Batterie raus. Ist das denn ein... Boah, Alter. Wir verlieren. Wir verlieren. Hallo? Ja, irgendwie hat die Fernbedienung gesagt, ich mach das nicht mehr. Kannst du vergessen. Ach, mein Gott, ey. Dieses Let's Play sollte cool werden und toll und... Das ist doch beschissen hier. Sorry. Scheiß Wii-Fernbedienung will nicht mehr. Jetzt geht's. Mein Gott, Alter! Och, wir schaffen es nicht mehr. Ich hasse die. Ich hasse mein Leben. Och, sorry, dass es jetzt so lange dauert, aber diese blöden Batterien bleiben einfach nicht mehr drin. Ist hier noch... So, noch der Deckel der schwarzen Fernbedienung. Nee. Hat's einfach mal weggeschmissen. Oh, ey, dieses blöde Ding. Alter. Ich glaub's ja kaum. Ja, wir schaffen es nicht mehr. Ja, wegen dieser Scheiß-Fernbedienung! Das ist doch scheiße! Aber keine Sorge, wir können es immer noch schaffen! Komm, Pikachu, wir schaffen das noch! Da! Das ist doch scheiße, Mann! Ey, wie kann man denn am Anfang failen, nur wegen diesen Scheiß-Batterien? Ey, das ist so peinlich! Und das im ersten Part, ey, das ist so peinlich, aber... Im Spiel... Ja, ist eigentlich ganz geil gewesen. Aber entschuldige, ich bin kein Noob. Müsst mich auch nicht als einer beleidigen. Es ist die Schuld der Batterien. Weil die unbedingt rausfallen muss. Es tut mir einem leid. Ach Mensch. Du hast es geschafft. Du selbst hast das Spiel zwar nun gemeistert, aber vergiss nicht. Na, es ist ja auch eigentlich ganz scheiße, dass deine Batterien rausgefallen sind, aber egal. Das heißt ja nicht, dass du ein Noob bist. Du selbst hast das Spiel zwar nun... Ach, vergiss es. Seine Freunde ebenfalls daran teilnehmen können. Ach ja, wusstest du das überhaupt? Sobald einer deiner Freunde die Mistleistung erzielt, geht das Spiel auch für dich als gemeistert. Das ist eben wahre Freundschaft und... Oh, und hier, das ist für dich. Yeah, wir haben Prismensplitter erhalten. Hübsch, nicht wahr? Dieser Splitter fiel vom Himmel, während ich hier beim Spiel nach dem Rechten sah. Dann erschien mir Mew in einem Traum und bat mich darum, ihn demjenigen zu geben, der als erster das Spiel gemeistert hat. Das bedeutet, er gehört nur dir. Bisasam ist jetzt dein Freund. Hey, ihr da! Habt ihr etwa an diesem Spiel teilgenommen? Ach so, scheiße. Das war Menk. Ich wollte eigentlich Menki so sprechen, aber... Ihr wisst doch, dass in dieser Zone strengstens verboten ist. In Spielzeit und... Teilzeitjobs... Fick dich. Das war's. Du kommst jetzt sofort mit mir zu Bisaflor. Was? Warum das denn? Nein, lass mich in Ruhe. Ja? Nein, denn die wir... Mein Gott, ey, ist das unfair. Oh nein, das ist erschrecklich. Ist das etwa meine Schuld, weil ich dich dazu verführt habe, an diesem Spiel teilzunehmen? Oh, bitte, du musst Endivi retten. Ja, du musst sie einfach retten. Menki sagte, er würde sie zu Bisaflor bringen, nicht wahr? Er hält sich hinter dem Tor auf der anderen Seite des Flusses auf.
Und ich sehe auch gerade, der Part ist zu Ende. Ja, ich hoffe, der erste Part hat euch gefallen. Wir sehen uns im nächsten Part von Pokepark, Wii, Pikachus großes Abenteuer. Und Pikachu winkt auch noch. Bis zum nächsten Part. Bis dahin, ciao.